Letztes Jahr, 2020, sind Sie aber so mehr oder weniger ganz oben angekommen. Sie haben die Wahl zum Weltfußballer gewonnen. Und der Mann, der Sie da ausgezeichnet hat, der möchte natürlich auch noch gratulieren. Lieber Robert, es ist mir eine besondere Freude und eine Ehre, dir nochmals gratulieren zu dürfen. Und zwar diesmal für die Verleihung des goldenen Schuhs als bester europäischer Torjäger. Mit 41 Toren hast du den historischen Bundesliga-Rekord von Gerd Müller gebrochen, dem Bomber der Nation, der ja tragischerweise vor kurzem von uns gegangen ist. Und unsere Gedanken sind natürlich beim Bomber der Nation, bei seiner Familie, bei seinen Freunden, bei allen Fußballfans. Und heute würdigen wir dich, lieber Robert, eine exzellente, eine fantastische Performance seit vielen Jahren, die du darlegst, sowohl bei deinem Club als auch in der Nationalmannschaft. Du wurdest zuletzt offiziell zum besten Spieler der Welt gekrönt mit dem FIFA Best Award. Und jetzt natürlich der goldene Schuh, hoch verdient. Du bist sympathisch, du bist aber auch hoch professionell und ich wünsche dir, so wie alle Fußballfans von der ganzen Welt, wir wünschen dir alle alles Gute, alles Beste. Schieß nochmals so viele und viel mehr Tore, wie du bisher geschossen hast. Natürlich auch beste Gesundheit und bis bald. Alles Gute und tschüss. Gianni Infantino, also der Präsident der FIFA, schickt auch die besten Glückwünsche an Sie und den goldenen Schuh. Also keine Frage, Sie sind in der Form Ihres Lebens. Der Trophäenschrank wird voller und voller. Ich habe gehört, der landet erstmal hier im Museum bei dem FC Bayern. Leihen Sie mal aus für eine Weile und dann geht er ab nach Hause. Gibt es für Sie Limits? Bei mir ist nicht so wichtig, wie alt bin ich oder wie jung bin. Wichtig ist, was du willst noch erreichen. Und die Nummer sind einfach nur Nummer. Und ich weiß, dass mit meiner Erfahrung, mit meinem auch Potenzial vielleicht noch, da kann man auch viel mehr verbessern. Und das, was wir in den letzten Jahren erreichen haben, das, was ich auch selbst gewonnen habe, das schon ist die Zeit, wo kann man sagen, wahrscheinlich die beste Zeit. Aber für mich persönlich, ich fühle so genau geantwortet, ob das ist die beste Zeit in meiner Fußballkarriere. Weil gibt es noch ein paar Jahre, wo ich auf dem so Niveau spielen will. Und was das bedeutet, das weiß ich selbst nicht auch. Aber bei Bayern? Oder könnten Sie sich auch noch mal vorstellen, irgendwo anders? Sie gucken mich mit großen Augen an. Ich frage nur mal. Ich habe Vertrag bei Bayern. Also ich bin mit Bayern auch erreicht. Auch diese Saison viele Sachen. Dass wir auch haben super Trainer mit super Staff, mit Idee, wo wir alle zusammen wollen gehen. Und ich denke, das, was wir als Spieler, als Trainer, als Staff im Kopf haben, dann, was wir sprechen über die 2020, dann dieses Jahr kann man auch viel gewinnen. Und ich hoffe, dass sowas passiert. Weil einmal ist, ist gut gewinnen, aber zweimal ist noch besser. Mhm, absolut, absolut. Und es gibt ja noch den einen oder anderen Rekord, den Sie knacken können. Möglicherweise ja sogar Ihren eigenen toppen. Vielleicht ist ja die 42 auch noch drin. Erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich finde, zu diesem goldenen Schuh passt übrigens auch der goldene Ball, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich möchte jetzt gerne alle nochmal zu uns hochholen. Bitte die erste Reihe, Herr Heiner, Herr Kahn. Wir würden gerne noch ein Abschlussfoto machen. Anna natürlich, Herr Franzke. Und sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuschauen Ihnen zu Hause. Also, der goldene Schuh passt perfekt zu Robert Lewandowski. Und wir sind gespannt, ob er noch und wie er noch nachlegen kann. Dankeschön.